Immer diese verfluchten Zugezogenen. Entschuldigen Sie bitte. Hallo, könnten Sie Ihrem Mann sagen, er soll die Einfahrt frei machen? Ich möchte Loks reinbringen. Halbe die Hallöchen, schön, dass du wieder dabei bist hier bei The Forest. Ich bin Beneos. Ich weiß nicht, das sagt man glaube ich immer so. Das ist modern, wenn man das als Let's Player so sagt. Aber wir wollen ja nicht jeden Mist, der aus dem Westen kommt, gleich hier übernehmen, oder? Nee, nee. Wir sind jetzt nicht Walter Ulbricht und wie die ganzen Leute hießen, sondern wir sind hier auf der Kannibaleninsel und zwar wieder im Super-Chill-Modus. Was heißt Super-Chill-Modus? Ich habe in der letzten Session ja schon ein bisschen ruhiger weitergemacht. Und ja, machen wir ein bisschen weiter, auch in der Form, dass es nicht ganz so abgedreht ist, nicht mit Soundeffekten und Geklatsche und bam, bam, bam. Das finde ich ziemlich geil, also ich lache mich immer noch kaputt, nichts für ungut. Wurde aber auch angemerkt, dass man vielleicht mal ab und an eine Stufe runterdrehen könnte. Und da ich ja nicht nur laber, was die Community angeht, sondern auch ernsthaft mir Gedanken mache über das, was die Leute sagen, bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass man das ruhig mal machen könnte. Und deswegen jetzt die nächste Episode hier im bisschen entspannteren Modus. Und ich habe in der letzten Folge ja schon den Pazifisten-Modus eingeläutet. Das heißt, keinem Kannibalen wird Schaden zugefügt. Und so werden wir das hier auch fortführen. Wobei die Strategie ziemlich bescheuert ist, weil es einfach unfassbar voll hier wird. Die ganze Bagage wohnt schon fast hier mit mir. Also die besetzen meine Hütte. Mich da dran. Guck mal, wie viel Loks hier. Dann machen wir das Ganze voll hier. Ich habe nämlich in der letzten Session aus Versehen eine Wand abgerissen. Wie man auch immer aus Versehen eine Wand abreißt, er kann's. Passiert häufiger hier auf dieser Insel. Aber wer hier anfängt, sich Gedanken über Physik und Logik zu machen, der wird einen Pfad betreten, von dem er nicht mehr mit gesundem Verstand zurückkommt. Haben wir noch ein Löckchen? Das war meine Axt. Nein, ich will die Axt. Nein, 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 nein. Der Kannibale hat mir bestimmt eine Falle gestellt. Das war, der hat die Axt da reingelegt, um mich zu trollen, damit ich in die Falle laufe. Ich habe jetzt ein Ding auf dem Rücken. So, jetzt mal hier irgendwo verballern. Keinem Kannibalen wird hier Schaden zugefügt. Kann ich das hier eigentlich abreißen? Jetzt vielleicht? Nö, immer noch nicht, ne? Klaro. Warum auch? So, ich habe ja das hier oben alles. Hä? Das habe ich doch gar nicht getroffen. Boah. Na geil. Na gut. Ich habe das ja hier eigentlich nur abgerissen, damit ich jetzt hier die Treppe hinsetzen kann, um da hochzukommen. You know? Dann könnte ich ja, dann müssen wir mal schauen, wie ich das hier am gescheitesten mache. Ich habe schon wieder was durchflitzen sehen. Machen wir das jetzt hier einfach, damit wir ein bisschen Platz kriegen. Die verbauen wir erstmal die Loks. So. Okay, gar keine schlechte Idee. Ich hätte am liebsten aber diese Plattform eigentlich weggemacht, aber die kann ich jetzt nicht mehr wegmachen. Das ist ziemlich kacke. So, wenn ich das jetzt hier so mache, sollte das eigentlich ganz gut klappen. So. Dann muss ich das erst bauen und dann... Irgendjemand schreit sich hier die Seele aus dem Leib. Gut, bauen wir den Mist erstmal. Das sollte ja sehr schnell gehen. Och, diese Steuerung. Jetzt, habe ich jetzt die Axt weggeschmissen? Nee, nur den Stein. Okay. Damit kann ich leben, Leute. Ach du Shit. Heute wird doch keinem Kannibalen was angetan und dann müsst ihr hier alles versauen. Ihr macht alles kaputt, Leute. Warum ist das so? Wieso denn bloß? Pfui, pfui. Wieso denn bloß? Wieso? Wieso macht ihr das hier bloß? Du, hübsche Frau. Willst du nicht jetzt mal... gehen? Nach Hause? Zu den Spasten, Brüdern, Schwestern?
Madame, Ihre Anwesenheit ist ja förmlichst nicht erwünscht. Ich erkläre Sie zur Persona non grata. Könnten Sie Ihr knackiges, unweibliches Ärschchen aus meinem Holzgepfilde entfernen, sich quasi desintegrieren? Nein. Ist da irgendein Laufband, von dem ich nichts weiß? Ist das das erste McFit, was hier auf der Insel aufmacht? Mann, Mann, Mann. Und wenn ich mich umdrehe, kriege ich eine Axt ins Kreuz. Wetten? So. Wahrscheinlich das Ding dann auch noch so verbuggt, dass ich... Dafür brauche ich noch einen Stick. Den Gefallen tue ich dir. Ich gehe mir jetzt mein Stickchen holen, dann die Treppe fertig bauen, damit wir hier ein bisschen zu Rande kommen. Schlafen kann ich ja eh nicht, weil einfach, keine Ahnung, ganz Seattle in Kannibalenform hier rumrennt, zum Kotzen, alles voll mit irgendwelchen Geeks und Nerds, die mich nachts zusammenschlagen wollen. Als ich sagte, Zockerkran und Nerdstuff, hatte ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich denke, ich habe genug Sticks dabei. Oh, mit dem Stock kann ich sogar blocken. Praktisch. Wenn ich mal wieder 1000 Sticks und Stones... Oh Mann, es ist viel zu voll hier. Au, aua. Immer auf mit dem Müll. Au! Ach du Scheiße. Ah, lass mich in Ruhe, Mann. Boah, wie wenig HP. Ich kann mit dem Stick doch nicht blocken, wie es aussieht. Alter. Ich jetzt, oh, ich habe Medizin genommen. Oh, ich bin... Oh, oh, shit. Verrückte Leute hier. Mann, Mann, Mann. So langsam werdet ihr echt... A pain in the ass, wie man so schön sagt. Alter, wie viele... Also, meine Pazifisten-Saison... Oh, nee. So, jetzt sieht's... Ihr rastet total aus, kann das sein? Ich glaube, ich muss jetzt feierlich... Boah. Und Hunger habe ich auch wie Sau. Ich muss jetzt feierlich meine Pazifisten-Saison ausleiten. Shit, ey. Kacke, kacke, kacke. Mann, wie die es übertreiben, die Leute. Die sind doch... Mann... Da will man einmal was Gutes tun für die Menschheit, ne? Man wird hier nur verarscht und fertig gemacht und, ja, misshandelt quasi. Zum Kotzen ist das Ganze hier. Siehst du, hier ein schönes Sonnenhandtuch, da kann man sich dann rauslegen in die Sonne, wenn hier nicht überall Kannibalen am Himmel stünden und ihr blankes Ärschchen entgegenstrecken würden. Diese verrückten Freaks, Leute. Ein Schatten in der Dunkelheit. Überall. Was machen die denn? Jetzt prügeln die sich gegenseitig rum. Ich glaube, hier sind nicht nur die Verhungernden und der eine Stamm, sondern die Verhungernden und zwei Stämme, die sich hier irgendwie getroffen haben. Und das ist offensichtlich deren Art der Interaktion. Oh, ich habe immer noch nichts gegessen. Weil ich wieder mich um Kopf und Kragen gelabert habe. So, jetzt bin ich wieder, jetzt lebe ich wieder. Haben sie mir genau ins Lager so ein Bullshit reingestellt, ne? Ach, Leute. So, jetzt meine Treppe hingepflanzt. Und zwar so. Was sehen die denn die ganze Zeit? Krass, oder wie die es übertreiben? Na? Na komm schon, nimm doch. Holz. Dum, 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 das Ding da drin. Unten gucken, Axt ausrüsten. Liebe Kannibalen. Dafür gebe ich euch eine 6. Weil ihr mir fies auf den Sack geht. Und das, was ihr macht, ist unter aller Sau. Halt und dann soll es halt nicht. Ich kann es auch nicht ändern. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Oh, Kacke.
mitgeblieben. So. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, jetzt verstehen wir einander, okay? Hab ich dich nicht eben getötet? Ich kann hier nicht schlagen. Hallo. Würden Sie bitte mein Grundstück verlassen? Ich, baue. Sie blockieren die Einfahrt. Die Nachbarschaftsgemeinschaft kann sowas nicht tolerieren. Wenn gleich die Spedition kommt, dann brauche ich Platz, um meine Loks auszuliefern. Verstehen Sie mich? Sprechen Sie Deutsch? Hallo? Unhöflicher Nachbar, wirklich. Immer diese verfluchten Zugezogenen. Entschuldigen Sie bitte. Hallo, könnten Sie Ihrem Mann sagen, er soll die Einfahrt frei machen? Ich möchte Loks reinbringen. Könnten Sie ihm sagen, ich glaube, er hört mich vor lauter Gürtel nicht. Hören Sie bitte auf Ihrer lächerlichen kleinen Harfe zu spielen und schicken Sie Ihren Mann hier raus. Ich sag's zum letzten Mal oder ich rufe die Waldpolizei. Jetzt schreien Sie mich doch nicht so an. Ich möchte doch nur mein Zeug reinliefern. Das ist mein Grund um Boden, mein gutes Recht. Hören Sie mal, Fräulein, jetzt werden Sie aber nicht frech, okay? Was? Das habe ich genau gesehen. Das war eine Tätigkeit. Ich werde Sie anzeigen. Oder ihn einfach hier an Ort und Stelle die Fresse polieren. Mann. Das ist ein Kunststück, den viele Frauen wahrscheinlich gerne beherrschen würden, sich spontan in einem Bruchteil einer Sekunde sofort anzuziehen und wegzulaufen. Hören Sie mich jetzt? Gürtel. Hallo? Da geht's lang. Hier geht's lang. Da, in das Feuer. In das Feuer. Komm. Ins Feuer. Noch ein Stückchen. Noch ins Feuer. Noch ins Feuer. Komm schon. Ins Feuer, habe ich gesagt. Spaß mit Kannibalen. Kapitel 1. Wie sie dir auf den Sack gehen können. Hallo? Ist das der Tanz deines Volkes? Gürtel? Und warum stecken die Stöcker in deinem Rücken? Hat das wehgetan? Ich will nicht schlagen, dann fällt einfach alles wieder zusammen. Aber das funktioniert hier schon mal. Das ist gut. Na gut. Na, machen wir das halt einfach so weiter, ne? Na komm schon. Ach, einmal funktioniert was, das freut mich sehr. Das ist ja schon mal voll gemacht. So, hier sollten wir jetzt erstmal wieder ein Dach draufsetzen, vermute ich mal. Macht vielleicht mehr Sinn. Na komm schon. So. Machen wir das doch mal. Krieg ich wahrscheinlich eh gleich wieder so ein... Irgendein Knüppel ins Kreuz, klar. So, ja. Ja, damit kann ich leben. Ganz okay, oder? Was sagst du? Gefällt das dir? Gucken wir mal. Das ermöglicht einen fließenden Übergang. Ist jetzt nicht das... Eigentlich überhaupt nicht gerade. Egal, ich muss eh noch eine zweite hier hinsetzen. Die kann dafür mustergültig werden. Machen wir das. Nein. Ach, draufgeschissen. Eins. Zwei. Nehmen wir den Scheiß ab und den Scheiß. Und den Scheiß. So, und jetzt haben wir eine solide Decke. Gut. Tony, lass mir dann noch in der Ecke stehen. Der kann sich da einen abjoggen, wenn er darauf besteht und wenn es ihm Spaß macht. Dann muss ich auch noch das Loch hier Richtung Kannibalen-Klo stopfen hier. Die Mauer ist absolut sinnbefreit, wenn man einfach dran vorbeigehen kann. Von daher, gut, dass ich noch so viel auf Reserve hatte. Na. So. Klack, 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 klack.
das ran. Also der macht mir Angst, der macht mich total nervös. Deswegen muss ich immer hingucken. Der Verrückte. Weiß auch nicht. Der Tod lauert da. Wenn ich schlage, bricht wieder alles zusammen. Fällt wieder alles zusammen. Alle Wände, selbst die da hinten, werden dann gleichzeitig umfallen. Kein Mensch hat so viel Lockholder, als dass er das irgendwie saven könnte. Das Feature ist höchstens gut, wenn ich mal umziehen möchte. Dann kann ich mit allen Loks auf die andere Seite der Insel ziehen. So. Läuft bei dir was? Boah, dann lassen wir das doch mal. Dann können wir die Wand hochziehen und lassen hier so einen kleinen Durchgang. Dann mache ich da noch eine Wand hin. Das sieht so kacke alles. Es ist krumm und schief alles. Aber es ist mein Haus. Es ist mein krumm und schiefes Haus. Das ist doch schon mal viel wert. Weißt du was? Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Der. So, okay, sammle ich jetzt nochmal ein paar Loks hier. Bisschen was fällen. So viel Zeit muss sein, ne? Ja, ja, klar. Gut, dass ich Medizin noch im Rucksack hatte, Alter. Die Alte hat mich von hinten angegriffen, das war ganz schön hinterhältig. Ich muss aber sagen, dass es jetzt verhältnismäßig ruhig geworden ist. Ja, daran kann man erkennen, wenn man die Leute nicht tötet und sich keinen Respekt mehr verschafft, dann werden es einfach so unfassbar viele, bis sie einfach wirklich die Bude einrennen, und zwar sprichwörtlich. Die stehen dann vor der Tür, gehen total ab, prügeln sich selber gegenseitig in deinem Treppenhaus, was willst du machen? Das ist die asozialste Nachbarschaft, die man sich vorstellen kann, so Kannibalen, wirklich. Da kommt ja schon wieder irgendein Depp angerannt. Wo treibst du hin, junge Frau? Die rennt zum Sommerschlussverkauf. Oh nein, ich brauche die neue Jacke von SC. Oder C&A, oder H&M, oder Otto. Oder so, ne? Hört mal weiter hier. Das ist krass, ey. Wenn ich das so sehe, wie krass eigentlich dieses, ja, was ich so baue ist, das ist schon ziemlich cool. Wobei, ich glaube, ich mehr Fenster brauche. Ich brauche da auf jeden Fall im zweiten Stock noch Fenster. Hier ein bisschen Platz, in der Hoffnung, dass in der nächsten Session wieder ein paar Bäume mehr da sind. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich neu lade, ist wieder Baumbestand wieder da. Oder zumindest anders. Also nicht mehr dieselben Bäume, sondern die Positionen sind einfach anders. Aber trotzdem wieder viel näher am Lager. Finde ich cool. Läuft. Na komm. So, wo rennt ihr wieder rum? Ich hab doch hier wieder was tänzeln sehen. Erstmal bringe ich den ganzen Schmock hier rein. Ja. So. Schade, dass ich das Boot letztes Mal nicht gefunden habe. Das war ja ein endgültiger Fail. Also Fail des Todes, wirklich. Wurde ich von dem Hai gefressen, während er durch den Strand geschwommen ist. Unglaublich. Unglaublich. Ich glaube, das war bis jetzt hier Forest mit einer der miesesten und räudigsten Tode, die ich gestorben bin. Von den insta-killenden Frauen und dem Kamehameha mal abgesehen. Ne? Da gab es bei Unreal Tournament doch auch diese Waffe, die ist sogar Insta-Gib. Ein Treffer gleich explodiert in 1000 Fetzen. Insta-Gib halt. Ne? Shit. Die war krass. Der hatte so einen roten Strahl. Und der brauchte so ein richtig nices Aim, weil die Schussfrequenz ziemlich niedrig war. Ein Commander-Krieger-Aim würde dir dann nicht weiterhelfen bei Unreal Tournament. Die Ruhe gefällt mir nicht. Das ist alles viel zu entspannt. Ich begrüße es. Ja, ja, versteht mich nicht falsch. Ich bin der Erste, der sagt, schont die Kannibalen. Aber ob sie das auch so sehen? Ich habe noch nie so ein destruktives Volk erlebt wie diese Kannibalen. Aber die heißen wahrscheinlich nicht Kannibalen. Es wäre ein großer Zufall, wenn die Vokale, die als Ton ausgedrückt das Volk der
wie auch immer sie heißen, in ihrer Sprache bedeutet, auch wie Kannibale klingt. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. Wenn man nämlich die Summe aller möglichen Geräusche des Menschen nimmt, gibt es auch eine Geräuschkombination, die Kannibale ist. If you know what I mean. Alles mitgenommen, alles eingesammelt. Schauen wir doch mal, was noch da oben ist. Dann kann ich, mache ich doch mal das hier mit dem Fenster ready. Das eine kann ich jetzt nicht mehr abreißen, weil da sind ja die zwei Bäume. Bäume, genau, weil da schon Baumstämme sind. Aber die hier kann ich. So, dazu muss ich nur erstmal nichts auswählen können. Ey, es geht das schon wieder los. Sabotage. So, einmal, zweimal, dreimal, so, plupp. Erstmal hier einen drin. So. Und direkt daneben einen dran geklippt. Doch nicht klippen. Hat er keinen Bock auf Klippen heute? Na denn. Dann halt nicht. Und da kommen dann zwei Windows oben drauf. Plopp. Nein, oben drauf. Plopp. Oh, wird irgendwie funktionieren müssen. Ne? Jetzt verbrenne ich mich? Nein. So, ja, perfekt. Läuft. Sehr cool. Dann reiße ich den Schrott hier ab. Abreißen, habe ich gesagt. Geh lieber von der anderen Seite hin. So. So ist gut. Ich glaube, den Platz hier brauche ich. Deswegen mache ich das hier mal so zu. Dann steht das zwar da hinten über. Hier so, aber... Naja. Das Haus ist eh krumm. Krumm und schief. Dann ist das halt so, ne? Damit werden wir und vor allen Dingen die Kannibalen mitleben müssen. Das ist ja lustig. Hier oben kann ich übrigens nicht rennen, wie es aussieht. Ah ne, ich habe auch keine Energie zum Rennen, davon abgesehen. Aber ich habe bestimmt noch ein paar Snackies dabei, die kann ich mir mal zwirbeln. Wenn nicht für sowas, für was dann? Endlich wird der Dreck mal gespeichert, sehr geil. Das erste Mal, dass ich Snacks auch taktisch einsetzen kann. Ey, ey. Mann, ey. So. Bauen wir mal das Fensterchen hier rein. Boah, hier, Alter, wie ich hier rumfliege. So. Wir sind heute ganz schön fleißige Bienchen. Das muss man uns ja schon mal lassen, ne? So. Bauen wir das da noch ready. Und dann würde ich sagen, machen wir langsam mal ganz entspannt Schluss. So entspannt, wie wir angefangen haben. So, das Fensterchen auch. Und dann kann man schon mal sehen. Jetzt hier kann ich brennendes Pech auf die Feinde von unten schütten. Und ganz viele andere sadistische Spielereien. Gefällt mir. Es läuft. Ja, dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Da hätten uns die Kannibalen doch fast über den Haufen gelaufen, wie diese übertreiben. Die haben doch einen Sockenschuss, ernsthaft. Aber wir lassen ja nicht mit uns spaßen, sondern wir hauen auch zurück. Und wir können das auch. Und jetzt haben wir alle wieder vertrieben und alles soweit weitergebaut. Hervorragend. Wenn es dir gefallen hat, dann lass einen Daumen da. Und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal mit mir wieder dabei bist. Bei The Forest. Bis dann. Ciao, ciao.